Geschätzter Herr Ratspräsident, geschätzte Frau Bundesrätin, Kolleginnen, Kollegen. Sie kennen das alle. Etwas passiert. Es gibt eine große Schlagzeile und dann heißt es, die Politik muss handeln. Und frei nach dem Motto, dass es kein gesellschaftliches Problem geben darf, das man nicht mit einem Gesetz lösen könnte, wird dann die Gesetzgebungsmaschinerie angeworfen. Herr Candinas hat gesagt, einige hätte dann in diesem Prozess der Mut verlassen. Nein, wir haben nicht den Mut verloren, sondern wir haben uns den Luxus geleistet, einen klaren Kopf zu behalten. Wir Grünen sind sehr froh, dass die Kommission sorgfältig und vertieft gearbeitet hat, das gemacht hat, was unsere Aufgabe ist, als Gesetzgeber zu fragen zuerst, was ist das Problem? Eine saubere Analyse. Ich kann mich bei der Analyse Herrn Hurter vollkommen anschließen. Das Problem wird überzeichnet. Was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt. Zweitens, wenn dann Vorschläge kommen, muss man sich fragen, ist das Mittel angemessen? Ich meine, eine Einschränkung des Grundrechts auf Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, eines der grundlegenden Grundrechte in diesem Land, via Generalverdacht für eine ganze Gruppe, das ist nicht angemessen, ist nicht verhältnismäßig, trifft zum größten Teil solche, die überhaupt nichts auf dem Kerbholz haben. Die dritte Frage dann zum Schluss, last but not least, ist das Mittel tauglich? Ist es effektiv? Es ist es nicht. Es wird dazu führen, dass es ganze Jagden gibt, in allen möglichen Zügen dann müsste man ja jene, die man nicht im normalen Zug transportieren will, abfangen. Bei allen Zwischenhalten, die an einen Ort führen, wo ein Fußballspiel stattfindet, das als Risikospiel eingeschätzt wird, müssten Polizei und Sicherheitsbeamte bereitstehen und versuchen herauszufinden, ist jetzt dieser Mensch da mit einem farbigen Schal einer derer, die eben an diesen Ort fahren will und das nicht im normalen Zug tun dürfte. Das Gesetz ist schlicht nicht tauglich. Wenn wir für den Nichteintretensantrag uns aussprechen, meine Damen und Herren, von den Grünen sagen wir nicht, es gibt kein Problem, aber wir sagen, dieses Gesetz, eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, kann keine Lösung für die Probleme bringen. Wir Grünen unterstützen den Nichteintretensantrag der Kommission und eventualiter den Rückweisungsantrag. Das Wort hat Herr Fanzinger. 2 Minuten. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère fédérale, chers collègues, personne n'approuve les incivilités, les dépravations commises par certains supporters. Mais ce projet ne résout pas les problèmes et comporte des défauts majeurs. Premièrement, il créerait un dangereux précédent permettant au CFF d'exclure des catégories de personnes. Deuxièmement, il rendrait les clubs légalement responsables par des dégâts commis par des individus qu'on n'arriverait pas à identifier. Troisièmement, il serait pratiquement inapplicable. Qui ferait le tri des supporters et des non-supporters dans les gares? Quatrièmement, il ne tient pas compte des concordats efficaces qui existent, des projets pilotes qui, petit à petit, améliorent la situation. Il y a plus de 100 000 supporters qui sont transportés par des trains spéciaux et les dégâts ont diminué ces dernières années. Chers collègues, ce projet est inutile, disproportionné. Le mettre en pratique coûterait cher et n'améliorerait pas directement la situation. Les Verts vous invitent à ne pas entrer en matière et, le cas échéant, à renvoyer
projet au Conseil fédéral. Das Wort für die FDP-Fraktion hat Frau Huber. Herr Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Anwesende, die FDP-Liberale Fraktion hat im Herbst 2012 die Motion der nationalrätlichen SiK unterstützt, mit welcher der Bundesrat beauftragt wurde, Maßnahmen gegen die zunehmende Gewaltausübung beim Transport zu Sportanlässen zu ergreifen und das Personenbeförderungsgesetz entsprechend anzupassen. In Erfüllung dieses Auftrags schlägt der Bundesrat nun die Lockerung der Transportpflicht sowie die Einführung einer Haftungsbestimmung vor. Nach der geltenden Rechtslage kann bekanntlich ein Transport nicht im Voraus verweigert werden, sondern eben erst dann, wenn schon etwas passiert ist. Heute konzentriert sich die Strategie der Transportunternehmen darauf, die Fans von den normalen Passagieren im fahrplanmäßigen Verkehr zu trennen. Die Lockerung der Transportpflicht würde es den Transportunternehmen ermöglichen, die Beförderung von Fans mit fahrplanmäßigen Kursen abzulehnen, wenn sie dem jeweiligen Sportclub die Beförderung der Fans mit Charterzügen oder Bussen anbieten. Das Angebot würde über einen Chartervertrag, ich zitiere, zu angemessenen Bedingungen bezüglich Haftung, Fahrpreis, Platzangebot, Abfahrts- und Zielort sowie Abfahrtszeiten, Zitat Ende, bedingen. Wird kein Chartervertrag abgeschlossen, haften die Sportclubs für Schäden, die ihre Fans verursachten, wenn die tatsächlichen Schadensverursacher nicht identifiziert werden können. Überdies könnten sich die Sportclubs von der Haftpflicht befreien, wenn sie nachweisen, dass sie im Vorfeld die gebotene Sorgfalt angewendet haben, um den eingetroffenen Schaden zu verhüten. Die Vorlage würde zusammen mit dem Hooligan-Konkordat eine maximale Wirkung entfalten, nach welchem die Kantone die Bewilligung von Sportanlässen mit der Organisation eines definierten Fantransportes verbinden könnten. Aber auch für den Fall, dass das Konkordat nicht in Kraft treten sollte, wirkt die Revision, weil eine Lücke geschlossen wird. Unsere Partei begrüßte in ihrer Vernehmlassung vom Oktober 2012 die vorgeschlagene Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Zentral für uns ist, dass die Verhältnismäßigkeit und damit die Verfassungsmäßigkeit der Revision gewahrt wird. Die Botschaft und auch entsprechende Nachfragen in der Kommission bestätigen das ausdrücklich. Die Verhältnismäßigkeit der Grundrechtseinschränkung ist insbesondere in Anbetracht der Gefahren, die heute von gewalttätigen Personen rund um Sportveranstaltungen für den öffentlichen Verkehr ausgehen, zu bejahen. Die Befürchtung der Kommissionsmehrheit, der Bundesrat könnte in der Folge die Transportpflicht auch auf weitere Personengruppen ausdehnen, vermögen wir nicht zu teilen. Der Bundesrat ist nun wirklich nicht eine unberechenbare, willkürlich agierende Truppe oder anders gesagt, so viel Menschenverstand ist unserer Landesregierung zuzutrauen, dass sie nicht nach Lust und Laune Transportverbote ausspricht. Die Meinung allerdings, dass die Umsetzung der Gesetzesänderung in der Praxis Probleme schaffen könnte oder nicht möglich ist, wie dies auch die Minderheit der nationalrätlichen SiK geltend macht, ist auch in unserer Fraktion vereinzelt vertreten. Die Mehrheit der FDP-liberale Fraktion aber möchte auf die Vorlage eintreten und wird die Minderheit Fluri sowie die Mehrheit der nationalrätlichen SiK, welche eben dies verlangen, unterstützen. Beim Rückweisungsantrag Hurter habe ich schon etwas den Eindruck, dass alle diese Fragen oder Auflagen, die er da mit der Rückweisung verbindet, eigentlich in der Kommission bereits von A bis Z
besprochen worden sind. Also einen Mehrwert sehe ich darin nicht. Aber wenn wir eintreten, geht das Geschäft ohnehin in die Kommission zurück. Und wenn Sie diesen Rückweisungsantrag unterstützen, dann weiß ich eigentlich nicht, was der Bundesrat jetzt noch machen soll, weil er meines Erachtens schon alle diese Fragen geprüft hat. Aber darauf wird Frau Bundesrätin besser Bescheid wissen. Das Wort für die Landesregierung hat Frau Bundesrätin Leuthard. Also ich möchte zuerst Frau Nationalrätin Huber danken, dass wir nicht so eine Trotteltruppe oder eine unberechenbare Truppe sind. Also ich glaube wirklich, Menschenverstand können Sie uns in aller Regel wirklich attestieren. Meine Damen und Herren, ich war selber mehrere Jahre Präsidentin eines Sportvereins. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Und es war völlig klar, wenn unsere Fans, Veranstaltungsteilnehmer Schäden anrichten am öffentlichen Grund, an der Turn, oder weiß ich, dann haben wir gehaftet dafür. Es sei denn, wir konnten belegen, wir haben alles gemacht, um diese Besucher korrekt, diszipliniert irgendwo in einem guten Umgang mit öffentlichem Eigentum umzugehen. Die überwiegende Anzahl von Sportverbänden macht das. Die überwiegende Anzahl von Fans, auch in diversen Sportbereichen, verhält sich anstandslos. Regeln und wenn Vereine Verantwortung übernehmen, können sie das auch durchsetzen. Es wirkt disziplinierend und das ist doch das, was wir anstreben. Regeln, meine Damen und Herren, machen Sie nur immer für diejenigen, die sich eben nicht daran halten oder wo es nicht gelungen ist, Disziplin durchzusetzen. Das ganze Strafgesetzbuch brauchen Sie nicht für die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung. Die hält sich an die Regeln und die weiß, wenn ich das nicht tue, kommt irgendwo eine Strafordnung oder irgendwo eine Rechnung, wenn ich Schäden veranstalte. Das sind doch Rechtsgüter. Der Schutz der öffentlichen Ordnung, das ist in diesem Staat wichtig. Wir sind ein Rechtsstaat und dem Bundesrat ist das sehr wichtig. Und das gilt eben auch für die Transportunternehmen. Meine Damen und Herren, es ist leider nicht so schön, die Realität, wie Sie sie wahrhaben wollen. Und wenn Sie sagen, es passiert nichts, so stimmt das leider nichts. Wenn man nicht eintretet, dann ändert man an dieser Sachlage nichts. Nur so, ich erzähle Ihnen jetzt ein paar Müsterchen. Ich würde sehr gern von den Transportunternehmen eine Diashow mit Ihnen veranstalten, damit Sie die Realität besser kennenlernen. Nur schon jetzt in der Saison 13-14, die noch nicht so alt ist, hat, ich rede jetzt von der SBB, die anderen Transportunternehmen könnten das noch anfügen, haben wir 76 Fantransporte durchgeführt. 26 waren ohne Ereignisse. Und zwar überwiegend die mit den IB-Fans, wo wir eben einen Chartervertrag haben. Problemlos, anstandslos. Alle anderen 50 mit Ereignissen. Was sind das für Ereignisse? Es kam zur Gefährdung der Transportsicherheit, Sachbeschädigungen, Störung des Bahnbetriebs, Littering in erheblichem Ausmaß. 76 Wurfgegenstände, 506 Knallpetarden, 23 Missbräuche der Notbremsanlage, 11 Gleisüberschreitungen und so weiter. Verspätungen von Zügen sind die Regel. Das ist nicht ein Frankenschaden, aber das sind ganze Beeinträchtigungen des Systems. Etwa die letzten Februarveranstaltungen mit Extrazügen haben zu Verspätungen der Züge von 64 bis 81 Minuten geführt. Sie können sagen, ja, ist ein bisschen schwierig, ist, gefällt uns auch nicht, aber mit dem Nichteintreten ändern Sie daran gar nichts. Wirklich gar nichts. Wenn Sie, Herr Nationalrat Glättl und Herr Nationalrat Aebischer, sagen, ja, es gibt die Freiheit des Einzelnen, er darf, muss befördert werden, er hat das Recht, sich zu versammeln, dann gibt es auch das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum, dann gibt es auch die verfassungsrechtlich geschützte Rechtsordnung und öffentliche Ordnung, die mindestens gleichwertig geschützt ist.
Und wenn ein Eingriff hier verhältnismäßig ist, dann ist er zu dulden. Ein Transportunternehmen heute muss, Herr Nationalrat Aebischer, nicht jeden Fan befördern. Da liegen Sie falsch. Er kann schon heute Nein sagen, aber leider erst nachdem ein Schaden entstanden ist, nachdem sich eine Person, ein Fan, ungebührlich verhalten hat, nachdem Verhaltensvorschriften massiv verletzt wurden. Und darum geht es bei dieser Vorlage, die ja, wie zu Recht gesagt wurde, im Auftrag des Parlaments entstanden ist. Immer wenn dann eben etwas passiert, wenn eine Knallpetarde vor die Füße einer Familie fällt, dann ist das dann plötzlich nicht mehr so angenehm, dann verlangt man Verschärfungen. Der Bundesrat ist der Meinung, wir müssen hier den Transportunternehmen, nicht dem Staat, den Transportunternehmen Möglichkeiten geben, die Zusammenarbeit mit den Sportclubs zu verbessern. Herr Nationalrat Hurter, was wir tun, ist genau die IB-Charterlösung umzusetzen. Leider ist das bis heute der einzige Club, der so einen Chartervertrag eingegangen ist. Ich wünschte, das hätte heute eine überwiegende Anzahl von Fußballclubs, die gesagt haben, jawohl, das macht Sinn, wir vereinbaren diese Extrazüge, wir vereinbaren Spielregeln, die Fans putzen sogar im Nachgang die Züge, wir haben mit denen praktisch keine Probleme mehr. Funktioniert und der Fußballclub übernimmt dann eben die Verantwortung für seine Fans, muss aber auch nicht haften, wenn er eben nachweist, wir haben unser Mögliches gemacht oder man konnte sogar eruieren, wer hat jetzt tatsächlich den Schaden veranschlagt. Reden Sie mit dem Bahnpersonal. Frau Nationalrätin Graf hat zu Recht betont, die haben zum Teil auch Angst, in diese Züge zu gehen. Das ist ziemlich aufgeladen zum Teil, die Stimmung. Im Normalfall erhalten Sie eine Schachtel mit den Schrauben von den Fenstern, mit den Arretierungsschrauben, weil das ist offenbar der Normalfall, dass das herausgewunden wird. Nicht so lustig, gefährlich, wenn die Fenster offen sind und man hat diese Wurfbetarden auf den Gleisen. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Wenn einfach irgendwo die Notbremse gezogen wird, und das passiert wirklich praktisch in jedem Fanzug, außer den kontrollierten, dann ist das gefährlich und stört die allgemeine Sicherheit. Und hier meinen wir deshalb, mit der heutigen Rechtslage können wir das nicht lösen. Mit diesen Charterverträgen haben die Transportunternehmen eine Möglichkeit, im Gespräch mit den Clubs das zu regeln, aber auch die Haftung für Schäden dann mit ihnen im Detail zu regeln. Das muss eben dann nicht der Staat im Detail, sondern das kann man getrost den Unternehmen mit diesen Sportclubs anhängig machen. Und ich glaube, das ist effektive im Wesentlichen der Kern dieser Regelung. Sportclubs haften nur subsidiär, wenn eben die konkreten Verursacher nicht ermittelt werden können und wenn sie nachweisen, dass sie die gebotene Sorgfalt angewendet haben, um den eingetroffenen Schaden zu verhüten. Der Club kann sich also durch seine Mitwirkung im Rahmen der Vereinbarung relativ gut von weiteren Verpflichtungen befreien. Es ist deshalb kein Zufall, meine Damen und Herren, dass die Transportunternehmen diese Vorlage begrüßen, wie auch die große Mehrheit der Kantone, die ja dann auch sehr oft mit den Schäden in einem Bahnhofareal konfrontiert ist. Ich möchte auch nochmals betonen, dass es nicht darum geht, dass der Bund interveniert in die Hoheit der Kantone. Alles, was die Situation rund um Stadien in den Arealen betrifft, das untersteht der Hoheit der Kantone, der dortigen polizeilichen Gewalt. Dort haben wir dieses Hooligan-Konkordat, mindestens in denjenigen Kantonen, die das akzeptiert haben. Das gehört zu einem Gesamtkonzept, aber da kann der Bund nicht intervenieren, das wollen wir auch nicht. Das PBG, diese Revision, betrifft ausschließlich den Bereich der
des öffentlichen Verkehrs, nicht mehr und nicht weniger, aber immerhin. Das sind unsere Steuergelder, die sonst hinhalten für diese Schäden. Das ist unser Personal, die konfrontiert ist mit sehr schwierigen Situationen. Und deshalb glauben wir, das ist ein vernünftiges Gesetz. Die Rückweisung, Herr Hurter, wenn ich jetzt noch nie mit diesen Sportclubs geredet hätte, wenn noch nie über diese Charterverträge gesprochen worden wäre, wenn das eine brandneue Idee wäre, würde ich sofort Hand bieten. Ich habe noch nie gehört, jetzt, dass eine neue Idee unterwegs ist oder dass plötzlich Sportclubs sagen, okay, ist nicht so schlecht, wir verfeinern das noch ein bisschen. Bei mir waren Sie nicht mit dieser Meldung. Und deshalb, wenn Sie sie nochmals aufbieten wollen in die Kommission, Frau Huber hat zu Recht gesagt, wenn Sie eintreten, geht es sowieso nochmals an die Kommission, laden Sie sie nochmals ein für ein Gespräch, was dann jetzt nicht in Ordnung ist an dieser Regelung oder wo Sie dann eine Alternative sehen. Die Erfahrung der Transportunternehmen ist einfach nach Jahren, dass man es bisher nur mit IB geschafft hat, eine Lösung hinzukriegen und mit den anderen offenbar bisher nicht. Das ist schade, ich bin auch immer für Selbstregulierung, aber manchmal braucht es eben eine staatliche Lösung. Das gibt ein bisschen Druck, das schafft einen Anreiz für jeden Club, doch zu schauen, mit den Transportunternehmen zusammenzusitzen und mit ihnen zu regeln, wie kann man diese Fantransporte so organisieren, dass die vielen korrekten Fans nicht betroffen sind, dass man aber die paar Randalierer besser in den Griff bekommt, zum Schutz der Öffentlichkeit, des öffentlichen Eigentums und dass man eben diejenigen, die zum Sport wollen und nicht zum Radau, nicht stört an der Ausübung ihres Hobbys. Frau Bundesrätin, Herr Hurter hat eine Frage. Ja, Herr Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erfinden Sie hier nicht eine neue Haftungsart? Mit anderen Worten, hebeln Sie hier nicht das Obligationenrecht aus, indem Sie eine Kausalhaftung der anderen Art erfinden? Bestehende Kausalhaftungen knüpfen ja alle zwingend an eine Rechtsbeziehung. Jetzt hier gibt es eine Kausalhaftung eines Sportclubs. Herr Rotter, bitte die Frage. Die Frage ist, wie kann das Obligationenrecht eingehalten werden, wenn ein Sportclub haftet für eine Anhängerschaft, die er nicht kennt und auf die er keinen Einfluss hat? Also ein Fanclub ist organisiert. Er kennt seine Fans, die sind in der Regel als Mitglieder, als Vereine organisiert. Das wäre ja kein Grund. Wir kennen subsidiäre Haftungen bei Werkeigentümern, bei Tierhaltern etc. Sie haben das angesprochen im ZGB. Es ist immer eine subsidiäre Haftung, sehr oft und meistens so auch konzipiert, dass man sich befreien kann, wenn man beweist, dass man die nötige Sorgfaltspflicht angewendet hat. Also es ist nicht ein rechtsfremdes Konstrukt, das wir hier anwenden. Und deshalb glaube ich, es ist verfassungskonform, es ist ein bekanntes Institut, es ist aus unserer Sicht auch durchsetzbar. Das Wort für eine Frage hat Herr Landolt. Danke, Herr Präsident. Frau Bundesrätin, Sie haben ja eindrücklich die Situation geschildert, wie es in den Zügen stattfindet, und das ist völlig unbestritten. Aber wer und in welcher Personenstärke geht dann in den Zügen zu diesen Horden und stellt sicher, dass die eben nicht mehr an der Notbremse ziehen, nicht mehr das Mobiliar aus den Schrauben reißen und nicht mehr dort rauchen? Gut, oder die Transportunternehmen, wenn sie so einen Chartervertrag haben, vereinbaren sie auch, was für Züge werden dann eingesetzt. In der Regel hat man zum Beispiel mit den IB-Zügen, da kann man die Notbremse gar nicht betätigen, auch wenn man zum Plausch noch wollte. Und das sind so Möglichkeiten, die man mit dem Transportunternehmen aushandeln kann. Also die bestätigen ja in der Praxis, es ist für uns möglich. Und ich verlasse mich da auch auf die Transportunternehmen, die Experten sind. Ich gehe selber nicht in den Zug kontrollieren, was da alles angeboten wird. Aber wenn die Experten sagen, diejenigen, die an der Front das täglich tun, wöchentlich tun, dann glaube ich, dürfen wir auf die vertrauen. Das Wort für eine Frage hat Herr Wasserfallen.
Ja, Frau Bundesrätin, ich lege meine Interessenbindung offen. Ich bin Mitglied des Beirates der Berner Young Boys, die Angesprochenen, die ja eben das Pilotprojekt auf der aktuellen Rechtsgrundlage gemacht haben. Meine Frage geht aber in diese Richtung, die Herr Hutter angesprochen hat. Sie sind dann haftbar als Club per Gesetz für Dinge, die Sie nicht beeinflussen können. Es geht hier um Gewaltpotenziale. Heißt das, dass der Club ein Gewaltmonopol erhalten soll? Nein, eben nicht. Der Club kann sich befreien von jeglicher Haftung. Und bei IB haben wir ja jetzt wirklich diese guten Erfahrungen gemacht, dass es geht ja nur um die Personenschäden, die das Personal vom Transportunternehmen erleidet, und Sachschäden an diesen Verkehrsmitteln. Und insofern ist das überschaubar, es ist kalkulierbar, und dass dort Gewalt fehl am Platz ist, das ist ja wohl nicht bestritten. Das Wort für eine Frage hat Herr Reimann Lukas. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesrätin, wenn ich Ihre Schilderungen über Fanzüge mit meinen persönlichen Erfahrungen als Insasse von Fanzügen vergleiche, dann liegen dazwischen wirklich Welten. Und ich möchte Sie fragen, waren Sie schon einmal in so einem Fanzug? Und falls nicht, sind Sie bereit, mit mir in einem Fanzug zu kommen? Ja, wenn wir zwei wahrscheinlich im Fanzug drin sitzen, verhalten sich alle korrekt. Da bin ich natürlich überzeugt, dass sie dann als mein Bodyguard alles im Griff hätten. Oder? Nein, schauen Sie, ich habe mir extra von der SBB nochmals diese Ereignisse gegeben. Also ich kann Ihnen auch die Details geben, aber ich wollen nicht polemisieren. Also ich glaube nicht, dass diese faktuellen Schilderungen erfunden sind. Aber mit Sicherheit, ich habe gesagt, von 76 extra Zügen waren 26 ohne Probleme, 50 mit Problemen. Also ich denke, das ist schon eine große Zahl, wo man nicht sagen kann, das ist die Ausnahme. Es ist leider bei den Extrazügen die Regel. Das Wort für eine Frage hat der Rebischer. Frau Bundesrätin, Sie haben jetzt sehr oft über die Berner Young Boys gesprochen. Das freut mich als Berner und IB-Fan natürlich. Gehe ich recht der Annahme, dass wenn alle Clubs das System IB übernehmen würden, dass wir dieses Problem hier nicht mehr diskutieren müssten? Ja, ich glaube, das würde sehr vieles lösen, weil eben dieser Chartervertrag und die Regelung, was damit für Verpflichtungen des Clubs gelöst sind, was dann auch unternommen wird mit den Fans, wie transportiert wird, wo ausgestiegen wird, das hat sich offensichtlich bewährt. Und deshalb verstehe ich eigentlich die Clubs selber nicht, dass man sagt, ja, versuchen wir es mindestens mal, oder? Wir sind alle interessiert an einer gütlichen Lösung, ohne dass der Staat immer die Schraube anziehen muss. Und deshalb ist doch so eine Selbsthilfelösung mit Verträgen zwischen den Transportunternehmen und den Clubs die allerbeste Lösung. Und dann bin ich überzeugt, werden wir das in den Griff kriegen. Es wird immer Chaoten geben. Oder? Das haben wir, und wir wollen auch nicht das noch zu Herrn Glättli. Es geht ja nicht um Demos oder allgemeine, das ist garantiert. Es geht wirklich nur um diese Sportveranstaltungen. Und deshalb glaube ich, bei gutem Willen aller kann man das wesentlich reibungsloser als heute einer Regelung zuführen. Das Wort für die Kommission haben noch kurz die Sprecher. Bitte, Herr Franzi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Conseillère fédérale, chers collègues. Quel débat! La violence existe dans les manifestations sportives, mesdames, messieurs, c'est un fait, et nous devons essayer de trouver, de résoudre ce problème de société. Ce sera bien sûr très difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la majorité de votre commission estime que la loi proposée ne va en tout cas pas changer le comportement de l'individu. Un autre point qu'il faudrait rappeler peut-être à madame la conseillère fédérale, c'est qu'aujourd'hui, les clubs sportifs et les gens qui les accompagnent aujourd'hui assume la responsabilité de la sécurité à l'intérieur des ouvrages, à l'intérieur des stades. Et le débat que nous avons, c'est sur le mouvement, finalement, de notre population pour aller d'une manifestation sportive à une autre manifestation sportive. Ce qui est sûr également, c'est qu'aujourd'hui, les autorités sont en conflit avec les organisations sportives et les fans clubs en particulier. Elles révèlent, et la majorité de la commission partage leur avis, l'absence de contrat d'affrêtement ne représentera pas une solution, une situation juridique propre à entraîner à une responsabilité des clubs. L'obligation d'utiliser un moyen de transport donné constitue une atteinte aux libertés individuelles. Finalement, n'importe quel individu qui se déplace et qui a un maillot
qui revêt, qui est justement fan de tel ou tel club, peut se voir l'interdiction de transporter, alors même qu'il ne fait pas partie du fan club. Donc chaque supporter est considéré potentiellement comme un fauteur de troubles, et cela est inacceptable. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, ça a été dit plusieurs fois, il existe une collaboration effective entre les autorités, les clubs et les sociétés de transport, et c'est un problème local qui est à définir. Rappelons aussi que ce sont les autorités locales qui donnent l'autorisation de faire la manifestation sportive. Bref, mesdames, messieurs, la responsabilité des associations est contraire au droit. La suppression de l'obligation de transporter peut toucher tout un chacun, et la responsabilité pour les associations pourrait être étendue aussi à d'autres organisateurs sportifs. Et fondamentalement, la responsabilité qui est donnée finalement à une personne, c'est-à-dire au président du club, c'est finalement le transfert de la responsabilité de l'État à l'égard de tiers au niveau de la sécurité. Cela est inacceptable. Das Wort hat Frau Trede. Grazie, Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es kurz. Ich möchte kurz zur Minderheit Fluri und zu seinem Referat sagen, Fans reisen heute bereits in Fanzügen, das ist der Alltag. Und zur Umsetzung war genau die Frage eben nicht, was im Gesetz steht, sondern wer steht wo. Steht auf jedem Perron ein Polizist oder ein SBB-Mitarbeiter oder eine SBB-Mitarbeiterin? Wer kontrolliert den ganzen Bahnhof? Wie sieht diese Umsetzung genau aus? Diese Frage wurde nie beantwortet. Ausgeweitet werden kann diese Einschränkung des Transportgesetzes, der Transportpflicht, auch wenn der Bundesrat nicht eine Trotteltruppe ist, wie das Frau Leuthard gesagt hat, vielleicht sind wir es einmal. Also wir ändern ja jetzt gerade diese Transportpflicht, wenn wir eintreten würden. Also warum sollen wir das nicht auch dann auf andere Gruppen ausweiten? Dann der Seitenhieb, wir seien Theoretiker und Sie sind sozusagen die Pragmatiker oder die Umsetzenden. Ich komme zumindest aus einem Kanton, der 2 Clubs hat in der höchsten Liga. Und mein Club hier aus der Stadt hat eine sehr gute Lösung gefunden. Ich glaube, der FC Solothurn spielt in der ersten Liga Classic. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Fans haben und wenn, dann sicher keine Hooligans. Also die Theoretiker bleiben sicher, sind wir sicher nicht. Zu Frau Graf Litscher möchte ich noch sagen, dass keine Familien in den Fanzügen mitreisen. Und Frau Bundesrätin Leuthard hat gesagt, mit dem Nicht-Eintreten ändern wir genau gar nichts. Ich sage, wenn wir auf dieses Gesetz eintreten, ändern wir noch weniger. Danke. Abstimmung über das Eintreten. Le conseil établit à se prononcer sur l'entrée en matière. Ja. Bedeutet Zustimmung zur Mehrheit der vorberatenden KVF und der Minderheit der SiK. Nicht eintreten. Nein bedeutet Zustimmung zum Antrag der Minderheit der vorberatenden KVF und der Mehrheit der SiK. Eintreten. Celles et ceux qui, comme la majorité de la Commission des Transports et la minorité de la Commission de la Politique de Sécurité, souhaitent ne pas entrer en matière, votent oui. Celles et ceux qui, comme la minorité de la Commission des Transports, la minorité Fluri, et comme la majorité de la Commission de la Politique de Sécurité souhaitent entrer en matière, votent non. Sie sind auf die Vorlage eingetreten mit 68 zu 107 bei 3 Enthaltungen. Vous avez décidé d'entrer en matière sur ce projet par 107 voix contre 68 et 3 abstentions. Und damit befinden wir nun über den Rückweisungsantrag von Herrn Hurter Thomas. Ja, bedeutet Zustimmung zum Antrag der Kommission, keine Rückweisung. Nein, bedeutet Zustimmung zum Antrag Hurter Thomas, Rückweisung. Vote sur la proposition de renvoi Hurter-Thomas. Celles et ceux qui soutiennent la Commission, ne pas renvoyer le projet, votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition Hurter-Thomas, renvoyer le projet, votent non. Sie haben dem Rückweisungsantrag zugestimmt mit 30 zu 142 bei 7 Enthaltungen.
Vous avez soutenu la proposition Uchter-Thomas et décidé de renvoyer le projet par 142 voix contre 30 et 7 abstentions. Das Geschäft geht an den Ständerat. Ich bedanke mich bei Frau Trede und Herrn Franzi. Projet va au Conseil des États. Nächstes Geschäft, 13030, Ausländergesetz, Änderung, Integration. 13030, Loi sur les étrangers, Modification, Intégration. Begrüße dazu Frau Bundesrätin Sommaruga und die beiden Berichterstatter, Herr Müller-Philipp und Herrn Romano. Herr Müller, Sie haben das Wort für die Kommission. Herr Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Ständerat hat am 11. Dezember 2013 das Ausländergesetz, welches seit dem 1. Januar 2008 in Kraft ist, teilweise überarbeitet. Dies auf Vorlage des Bundesrates, der das ebenfalls beschlossen hat, diese Vorlage dem Ständerat als Erstrat vorgelegt hat. Die SPK, ihres Rates hat diese Vorlage am 13. Februar beraten. 13. Februar wird Ihnen etwas sagen. Das ist einige Tage nach der denkwürdigen Abstimmung vom 9. Februar über die Masseneinwanderungsinitiative. Dieses Ergebnis vom 9. Februar hat denn auch die Diskussion, die Debatte um diese Revision des Ausländergesetzes maßgeblich geprägt. Aber nicht nur das Ergebnis des 9. Februars hat die Diskussion geprägt. Ebenfalls bemängelt worden ist in der Kommission, zumindest von der Kommissionsmehrheit, dass einige parlamentarische Initiativen teilweise oder sogar mehrheitlich aus dem Jahre 2008 stammend und denen die Kommissionen, die zuständigen Kommissionen beider Räte zugestimmt respektive Folge gegeben haben, dass diese parlamentarischen Initiativen in der Vorlage des Bundesrates bzw. den Beschlüssen des Ständerates nicht enthalten waren. Und dort wäre eigentlich die Umsetzung dieser parlamentarischen Initiativen angebracht gewesen, in dieser Vorlage der Revision des neuen Ausländergesetzes. Das war denn auch der Grund, dass die Kommission zuerst diskutiert hat über ein Nichteintreten. Ein Nichteintretensantrag lag vor, wurde aber verworfen. Der Nichteintretensantrag, Sie werden die Begründung dann noch hören, ich nehme an, der wird auch heute wieder gestellt. Dieser Nichteintretensantrag hat sich primär daran gestört, dass die Vorlage schwergewichtig im Bereich der Integration von Ausländerinnen und Ausländern legiferieren will. Das war meines Wissens, meiner Erinnerung nach, der wesentliche Punkt der Begründung für die Rückweisung. Die Kommission hat den Nichteintretensantrag abgelehnt, und zwar mit 17-7 Stimmen bei einer Enthaltung. Nach dem Eintreten hat man diskutiert in der Kommission über eine Rückweisung aus den genannten Gründen. Einerseits das Ergebnis des 9. Februar, also einige Tage vorher, vor dieser Kommissionssitzung, könnte und müsste eigentlich in diesem Ausländergesetz berücksichtigt und aufgenommen, umgesetzt werden. Sie kennen den Zeitplan, bis Ende Jahr soll diesbezüglich eine Vernehmlassungsvorlage vorliegen. Und andererseits eben die genannten parlamentarischen Initiativen, die auch nicht in der Vorlage enthalten bzw. umgesetzt worden sind. Das war die Motivation und die Begründung für einen Rückweisungsantrag an den Bundesrat mit dem Auftrag, konkret die parlamentarischen Initiativen, denen Folge gegeben worden ist von beiden
von den Kommissionen beider Räte sowie das Ergebnis des 9. Februars der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative sei Rechnung